Ja, hallo, mein Name ist Stephanie Kangler und ich bin hier im Kunsthaus und in der Neuen Galerie und auch im Naturkundemuseum im Aufsichtsdienst tätig. Es gibt halt verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel hier im Foyer, dass man die Karten abzwickt und den Leuten den Weg zeigt und hauptsächlich aber in den Ausstellungen aufpasst und Objektschutz eben macht. Also es kommt auf die Ausstellung drauf an. Meistens ist es im Naturkundemuseum und im Kunsthaus, dass die Leute halt gerne hingreifen. Und ja, ich schätze mal so 10, 15 Mal am Tag kommt schon vor, dass man sagen muss. Also bei den Kunsthausausstellungen ist es so, dass natürlich die Objekte auch als Kunstobjekte natürlich sehr wertvoll sind und die meisten sind nicht halt dafür gedacht, dass man sie jetzt berührt, sondern halt nur anschaut. Und im Naturkundemuseum sind halt die Objekte echt, das heißt, da ist dann ein echtes Fell und ein echtes Tier, wo ich sage, wenn da jeder hingreift, dann wird das natürlich irgendwann einmal kaputt und deswegen muss man da gut aufpassen. Es gibt so viele nette Leute auch, die dann eben auch mit einem reden oder dann fragen, ah, aber kann man gut was trinken gehen. Und das ist eigentlich schon sehr toll, wenn man mit vielen Leuten in Kontakt auch kommt. Typische Handbewegung. Nicht berühren.